Hier ist wieder Felina Heisenberg und wie immer bringe ich die Schärfen in die Unschärfen des Alltags. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil nämlich sehr viele Unschärfen aufgetreten sind, allerdings aus einer Richtung kommend, die unter Umständen das ganze Bundesland verändern wird. Nämlich aus einem einzigen Bundesland, was weit im Süden der Republik liegt, wo es eigentlich auch landschaftlich gesehen sehr schön ist. Es gibt hier Berge und Seen, zwar kein Meer, aber es gibt auch kleine Wellen auf den Seen. Es ist sehr schön hier, eigentlich. Wenn denn, genau. Wenn denn dieses, wie soll ich sagen, alles Umfassende und alles für diese einheimische Bevölkerung hier ausdrückende, pathetische, eigentlich sind es drei Wörter, also nicht das Pathetische, sondern die Pathetik, die sich hier so breit macht. Wie gesagt, wir reden hier von dem südlichsten Bundesland, grenzt ja auch an Üsiland. Die Alpen liegen dazwischen, wo Hannibal mal drüber geklettert ist mit seinen Elefanten. Waren das eigentlich? Doch, das waren Elefanten, genau. Hannibal hat sie überwunden. Ich glaube, der bereut das im Nachhinein auch ganz schön. Ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht, darum geht es jetzt auch gar nicht. Was dieses Bundesland so alles an Feinsinnigkeiten und, wie soll ich sagen, intellektuellem Gedröns von sich gibt, lässt doch, glaube ich, manchmal arg zu wünschen übrig. Zum Beispiel dieser Ausdruck, der hier aller Orten immer und immer wiederholt wird, grenzt eigentlich eher daran, dass man meinen könnte, die reden von einem Waschmittel. Mir san mir. Mir san mir. Mir. Mir san mir. Mir san mir das Waschmittel der Zukunft, womit sie alles reinkriegen, auch den Bayern, der das ja immer propagiert. Mir san mir. Mir san mir. Mir san mir. Mir san mir. Heißt es auf Bayerisch. Versteht das ganz Deutschland? Mir, san mir. Ich empfinde diesen Spruch, wenn man ihn vor allen Dingen häufig hört, doch schon als sehr gut. Ich sage auch immer, ich bin nicht, bin ich ja auch. Und ich werde mich auch nicht mehr ändern. Denke ich jedenfalls nicht. Ich bin ich, ich bin ihr. Nee, nee, ihr, ich bin ich. Ich bin ich, mir san mir. Wir müssen ja hier so reden, weil sonst können wir uns nicht mit diesen Menschen hier auseinandersetzen. Die verstehen unsere Sprache nicht. Die verstehen nämlich kein Hochdeutsch. Das ist das Problem. Wenn ich sage, jetzt fällt mir gerade wieder nichts ein. Wenn ich sage, das Wetter ist schön, dann müsste ich das erstmal auf Bayerisch übersetzen, wo es dann heißt, das Wetter ist schön. Schön ist es. Schön. Nicht schön, es ist schön. Gibt noch andere genug Beispiele dafür. Franken ist ja auch so ein Thema für sich, das Frankenland, was ja eigentlich zu Bayern dazugehört, aber aufgrund dieser, ja, was weiß ich, wie lange diese Fehde eigentlich schon geht zwischen den Bayern und den Franken, von wegen dem Domschatz, der ja da in München lagert gerade und die Münchner rücken das nicht wieder raus in Bamberg. Die Franken sprechen eine noch schlimmere Sprache eigentlich teilweise als die Bayern hier unten. Also ich denke da nur zum Beispiel an den Ausspruch, das heißt Ausspruch, also das sagt ja was aus, A.O. Zulst Bodlersbar. Weiß jemand, was das ist? Nein, natürlich nicht. A.O. Zulst Bodlersbar. A.O. Zulst Bodlersbar ist
ein abgenagter Hähnchenschenkel. Der Butler's Bar Mo. Der Butler's Bar Mo ist der Mann, der die Hähnchenschenkel verkauft. So. Ja, und wenn man, ich finde das immer so dermaßen vollkommen daneben. Ich habe das mal erlebt hier, da bin ich in einem Supermarkt unterwegs gewesen, wo mal irgendwelche Reitersachen für Reiter eben halt da im Angebot waren. Und da war da ein doch relativ junges Pärchen unterwegs, die wohl auch in der reitenden Zunft unterwegs sind. Und Frau rief nach Mann, sprach ihn aber nicht mit dem Namen an. Das reimt sich jetzt sogar. Das reimt sich. Sprach ihn nicht mit dem Namen an, sondern Mo! Mo, komm mal her! Mo! Der Mann hat einen Namen. Sie hat Mo gerufen. Mo heißt Mann. Diese Sprache hier unten ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich glaube, das wiederum würde begründen oder würde unterstreichen, warum sich das, die Bayern hier selbst als Elite-Bundesland gerne sehen, hier ein Abitur zu machen. Kann man eigentlich wirklich nur unter diesen erschwerten Bedingungen mit dieser Sprache klarzukommen. Das heißt also für mich jetzt, dass das Abitur hier eine ganz besondere, hohe Benotung rechtfertigt, weil das kann kein Mensch verstehen, was die hier reden. Es ist unglaublich. Ich habe jahrelang einen Menschen neben mir gehabt, der aus dem Bayerischen Wald kommt. Sein Standardspruch war immer, das war so sein Standardspruch, das habe ich ja auch noch verstanden. Aber wenn er dann weiter ausgeholt hat und mir irgendwas erzählen wollte, dann kam ich da nicht mehr mit. Dann habe ich nachgefragt, dann hat er das wiederholt. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Dann habe ich nochmal nachgefragt, er hat es wieder wiederholt. Es geht nicht. Er ist des Hochdeutschen nicht mächtig und er wird es auch nie lernen. Im Laufe meines Lebens habe ich allerdings festgestellt, dass bayerische Frauen diese Sprache, also ich sag mal das Hochdeutsche, besser drauf haben als die Männer. Männer kriegen das einfach nicht hin. Und jetzt kommt die CSU daher, die alles umfassende bayerische Partei, die da eine, wie sie selbst nennen, bayerische Hausordnung rausgegeben haben, was ich außerdem schon mal krass finde, eine bayerische Hausordnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier in ein Wohnhaus ziehe, mit mehreren Mietparteien, muss ich mich an eine bestimmte Hausordnung halten. Das heißt, wenn jetzt andere Entwicklungshelfer nach Bayern kommen, um hier zu studieren, zu arbeiten, was auch immer, müssen sie diese bayerische Hausordnung befolgen. Und diese bayerische Hausordnung besagt erstens Sprache lernen, zweitens Recht und Gesetz achten, drittens Lebensunterhalt selbst verdienen, viertens mit uns und nicht neben oder gegen uns leben. So gelingt Integration, meint die CSU. Punkt 1, Sprache lernen, bayerisch oder hochdeutsch, was meint die CSU damit? Leider bin ich nicht dazu in der Lage, die CSU direkt danach zu fragen, was sie eigentlich damit gemeint haben. Bundesweit gesehen würde ich mal sagen, ist eigentlich Hochdeutsch damit gemeint. Aber das sprechen die Bayern selbst nicht. Also, wenn das die bayerische Hausordnung ist, heißt das, die bayerische Sprache zu lernen. Damit schießt man sich schon mal selbst ins Aus. Weil, wenn man nämlich die bayerische Sprache lernt, verstehen einen die anderen Deutschen nicht mehr. Und wenn jetzt ein Ausländer aus Timbuktu, was weiß ich, woher hier jetzt herkommt, und hier in Bayern die Sprache lernt, dann lernt er Bayerisch. Und mit dieser Sprache kommt er in ganz Deutschland nicht mehr weiter. Recht und Gesetz achten in Bayern? Schön. Die Gesetzeshüter selbst achten hier Recht und Gesetz nicht. Wenn ich mal zum Beispiel einen Artikel, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es die Süddeutsche war, ich gehe mal davon aus, es war die Süddeutsche aus der letzten Zeit, nehme, wo einem Exil-Amerikaner, sage ich mal, der in Augsburg lebt, per Rezept Cannabis verordnet wurde. Der darf das nehmen. Der hat da ein Rezept für.
Und die bayerische, sage ich jetzt absichtlich, nicht die deutsche Polizei, sondern die bayerische Polizei schikaniert ihn nach Strich und Faden. Das ist Recht und Gesetz in Bayern achten. Also besser nicht beachten. Lebensunterhalt selbst verdienen in Bayern. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier neulich mal eine Anzeige aufgegeben, weil ich jemanden suche, der hier meine Wohnung renoviert. 60 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Bad, eine Raucherwohnung und dazu auch noch zwei kleine Wände dunkel gestrichen. Ich kriege dafür Angebote zwischen 300 und 700 Euro für eine Arbeit, die normalerweise ganz gering bemessen 1.500 kosten müsste. Die Menschen hier prostituieren sich für ein Appel und ein Ei. Oder werden da Hilfskräfte aus Polen oder sonst woher beschäftigt für 2,50 € die Stunde, damit man solche Angebote machen kann, auch wenn es nur bei punkt.de ist. Es kann doch einfach nicht sein. Das macht mir auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht das, wie ich es mir vorstelle. Und diese Dumpingpreise, die da angeboten werden in aller Öffentlichkeit, machen die Preise in Gesamtdeutschland kaputt. Das ist ja nicht nur hier so. Denke ich jedenfalls. Punkt 4 dieser bayerischen Hausordnung. Mit uns und nicht neben oder gegen uns leben. Die Bayern selbst sind ein recht abweisendes Volk. Es dauert, zumindest war es in Oberfranken so, da wurde mir das auch direkt gesagt, es dauert sehr lange, bis man da reinkommt, also integriert wird. Und das selbst als Deutscher. Aber selbst wir Hochdeutschen oder Restdeutschland um Bayern drumherum haben es schwer, sich hier zu integrieren, weil sie auch einfach nicht gelassen werden. Wir sind Entwicklungshilfe, wir sind Immigranten. Wir dürfen uns gebauchpinselt fühlen, wenn wir hier leben dürfen, am Rande der Bayern. Wir sind eine Randgesellschaft. Alle Zugezogenen in Bayern sind eine Randgesellschaft. Sie werden nie dazugehören. Niemals. Außerdem habe ich mir sagen lassen, München an sich sowieso, da wohnen kaum noch irgendwelche Eingeborenen, das sind sowieso nur noch Zugezogene. Also gehört das eigentlich schon zu Bayern nicht mehr dazu, wie die CSU es gerne hätte. Und da die CSU vielleicht unter Umständen jetzt auch ihre Fälle dahin schwimmen sieht, schickt sie Gabriele Pauli nach Sylt. Gabriele Pauli auf Sylt. Und da auch hier die Bayern natürlich, und dazu gehört ja auch die Süddeutsche Zeitung, bis Deutschen nicht mächtig sind, heißt das natürlich eine Bayerin auf Sylt. Gabriele Pauli ist keine Bayerin. Sie wurde in Rheinland-Pfalz geboren. Aber egal, das sind so Sachen, die werden hier verschwimmenderweise dann mal schnell vergessen. Interessiert nicht, die ist ja schon mal eingemeindet worden, weil sie ist in irgendwelchen Latexkostümen sonst wo abgelichtet worden. Zeigt eigentlich schon wieder, wenn man das so sehen wollte, wie verkommen die bayerischen Dingenskirchen hier Katholiken sind. Oder? Was macht die Pauli auf Sylt? Gabriele Pauli. Spioniert sie da? Im Norden? Vielleicht für das bayerische Bundesland? Ich sag's euch, liebe Kinder und Erwachsene, die Bayern infiltrieren ganz Deutschland und ganz Deutschland, Restdeutschland, wird dann in Bayern integriert. Es gibt irgendwann nur noch nicht mehr Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, es gibt die Bundesrepublik Bayern. Passt mal auf, so weit wird's kommen. Und da die Pauli da oben ja schon unterwegs ist, wird wahrscheinlich die Landestracht der Bayern dann nicht mehr das Dirndl und die Lederhosen sein, sondern ein Latexkostüm. Weiterhin viel Spaß. Ciao.